In der heutigen Zeit gibt es mehr digitale Meinungsforschung denn je. Uns ist jedoch aufgefallen, dass dabei fast nie oder nie YouTube-Kommentare einbezogen werden. Deshalb haben wir unser Projekt, den YouTube Comment Analyzer, entwickelt. Richtig. Um diesen YouTube Comment Analyzer zu realisieren, haben wir verschiedene Technologien benutzt. Zuerst haben wir mithilfe der YouTube API Kommentare aus dem Internet gezogen und diese dann ausgewertet, und zwar mit Sentiment-Analyse-Methoden. Sentiment-Analyse-Methoden sind Methoden, mit denen man Text einordnen kann, ob der positiv oder negativ ist. Das haben wir mit Machine Learning gemacht, haben dann ein Modell benutzt und haben darüber geprüft, ob ein Kommentar eher positiv oder negativ entwickelt ist. Darüber haben wir Bedürfnisforschung betrieben und soziale Trends abgebildet. Genau. Insgesamt haben wir über 58.000 Kommentare gesammelt und analysiert. Vielleicht mal so nebenbei, ein Kommentar sieht ungefähr so aus. Hier sieht man zum einen, unter welchem Video dieser geteilt wurde, was für einen Inhalt dieser hat, wer ihn geschrieben hat und wann. Diese haben wir dann eben, wie bereits gesagt, ausgewertet und auf unserer Website gepublished. Wir schauen uns das jetzt einfach einmal gemeinsam an, was da rausgekommen ist. Insgesamt haben wir aus diesen 58.000 Datensätzen eben 5 Datenbanken erschaffen. Und zwar sieht man hier auch ganz genau, wie wir das ausgewertet haben. Man hat oben die Möglichkeit auszuwählen, welchen Datensatz man sich angucken möchte. Auf der linken Seite mit diesen diesem Balkendiagramm kann man sehen, wie viele positive und negative Kommentare es gibt. Man sieht hier beim Thema Joe Biden, gibt es eher negative Kommentare. Man sieht, das ist ein Trend, der sich generell durchzieht. Das heißt, die Kommentare, die geschrieben oder verfasst werden, sind tendenziell eher negativ als positiv. Auf der linken Seite sehen wir das nennt man Word Cloud. Die größer dargestellten Wörter sind die Wörter, die häufiger vorkommen. Das heißt, je größer ein Wort in diesem Gitter dargestellt wird, desto öfter wurde es kommentiert. Man sieht hier, wenig erwartet, Biden ist relativ weit oben, aber auch Trump ist relativ groß und Impeachment-Verfahren, was ja auch mit Trump zu tun hat. Genau, wie bereits gesagt, haben wir insgesamt 5 Themengebiete genommen. Die gehen wir jetzt einfach mal kurz gemeinsam durch. Eben wie gesagt, Joe Biden, Donald Trump recht ausgeglichen, dann der Ukraine-Krieg, groß negativ hier auch wieder die Word Cloud, dann das Willow Project, das ist die Ölförderung in Alaska. Und zum Schluss haben wir noch das Thema Roblox, das ist ein Spiel, das ist in letzter Zeit kontrovers, weil vor allen Dingen kleinere Content Creator dort ziemlichen Hass abbekommen. Und hier haben wir 2 Themengebiete erstellt, beziehungsweise 2 Datenstränge. Einmal einen für kleinere, und hier sieht man eben, dass dieser negative Hass ziemlich hoch ist. Und bei größeren das recht ausgeglichen ist, aber eben auch wieder diese starke Tendenz zum Negativen. Zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit haben wir unsere Website im letzten Schritt zur Suchmaschine umgewandelt. Das heißt, man kann dann einen Link eines YouTube-Videos einfügen und das Video wird analysiert. Richtig, und das sieht so hier aus. Wir haben hier ein Textfeld, in dem man kann einen YouTube-Link einfügen. Den habe ich schon vorbereitet, der ist schon in meiner Zwischenablage. Wenn man dann auf Suchen klickt, wird quasi eine Anfrage an einen Server geschickt und das wird dann ausgewertet. Das dauert kurz 2 Sekunden. Wenn es zu lange braucht, dann können wir auch kurz ein Video zeigen. Aber nein, wir sehen schon zu diesem Video, das ist das Wortgitter. Das ist ein Video, ich kann es mal kurz zeigen, zum Thema Trump von Guardian, also von Zeitschrift aus Amerika. Und man sieht hier auch, die negativen Kommentare überwiegen, wie bei relativ vielen Auswertungen, die wir getätigt haben. Und ja, man muss dazu sagen, dieses Projekt ist sehr früh und noch nicht verfügbar, weil diese Textsuche noch nicht perfekt ausgereift ist. Ein weiteres Problem ist, dass die Textanalyse mit negativ und positiv nicht wirklich gut ausgereift ist, beziehungsweise nicht aussagekräftig ist, da gerade bei politischen Themen sich die Meinungen natürlich sowohl auf das Video, beziehungsweise die Umsetzung des Videos, als auch auf das politische Thema selbst beziehen können. Und deshalb haben wir vor, in Zukunft eine kurze Zusammenfassung, auch basierend auf künstlicher Intelligenz, anzuzeigen, damit man dann ein paar Zeilen Text sieht, die die wichtigsten Kommentare zusammenfassen. Dann bedanken wir uns, dass wir heute unser Projekt vorstellen durften, und bedanken uns auch bei den Mentoren in erster Linie, dass sie uns geholfen haben, das Ganze so gut umzusetzen. Ja, es hat uns wirklich Spaß gemacht, und dass sowas hier ermöglicht wird, ist wirklich sehr schön.
Es gibt, bleibt mal noch kurz, es gibt immer samstagsabends so eine Übung der Abschlusspräsentation, wo alle Gruppen hier sind, gucken, wie die Technik funktioniert und so mal überlegen, was könnten wir denn so zeigen, schon die ersten Folien fertig haben. Es ist noch eine Menge dazugekommen im Vergleich zu gestern Abend. Was habt ihr denn heute Morgen noch alles gemacht? Ja, also wie gesagt, dieses komplette Suchmaschinenprinzip, beziehungsweise dass die Nutzer selbst entscheiden können, was für Datenbanken sie erschaffen wollen, beziehungsweise untersuchen wollen, das ist noch komplett dazugekommen, einfach als neue Funktion, weil das die Grundidee war, die wir dann ursprünglich nicht umsetzen konnten und dann doch wieder dahin zurückgekommen sind. Ja, richtig, wir wollten das ja mit so einer Suche machen und da das nicht geklappt ist, ist uns zufälligerweise heute früh in der Bahn die Idee gekommen, man könnte ja auch einfach ein YouTube-Video analysieren und die Möglichkeit haben wir jetzt quasi gegeben. Ah ja, okay. Und die Tools, die ihr gebraucht habt, die ihr benutzt habt, auch vor allem das Machine Learning, wo habt ihr das gefunden? Was habt ihr da verwendet? Auf Hugging Face. Was ist das? Das ist so eine Website, die sich dafür die sie halt Machine Learning Models für alle zugänglich macht, dass man halt einfacher sowas betreiben kann. Okay. Cool. Vielen Dank.